Heute gibt es die Entscheidung vom Finale Herr Kuchen gegen Timatic. Und eigentlich wollte ich sagen, dass es Rückrunden gab, weil wir im Jahr 2014 sind und da gab es Rückrunden. Aber in Wirklichkeit habe ich mir sowohl die Hinrunde von Herr Kuchen als auch die von Timatic gegeben und ich fand einfach nicht, dass das gereicht hat, um gegen Entertainment zu battlen. Glücklicherweise hat sich das mit den Rückrunden geändert und ich denke, wir haben doch einen würdigen Gegner für den amtierenden King Entertainment. Fangen wir mit der Bewertung der Hinrunde von Timatic gegen die Rückrunde von Herr Kuchen an. Das Video von Timatic ist visuell absolut in Ordnung. Inhaltlich ist es hingegen absoluter Standardmüll. Bevor man zum 8.000.000. Mal irgendeinen Typen in der Gegend rumlaufen lässt, verbuddelt oder was auch immer, lässt man es lieber einfach sein und konzentriert sich darauf, an geilen Locations zu drehen. Eigentlich sind beide Videos auf einem ähnlichen Level, aber Herr Kuchen bekommt den Videopunkt, weil er auf sowas verzichtet. Weniger ist hier definitiv mehr. Lass mal einen Typen begraben und das als Video nehmen. Ich frag mich bitte, Mann, wie kamt ihr denn auf diese Idee? Das ist ja super kreativ und deine Runde ist genau wie ich erwartet hab, nur Scheiße ohne Identität. Flow. Für Herr Kuchen ist Timatic's Beat eindeutig zu hart. Herr Kuchen macht in der Regel Hampelmann-Rap und ist insgesamt einfach zu weich für richtige Banger-Beats, die in die Fresse gehen. Timatic ist eigentlich nicht gerade ein Flow-Monster, aber Herr Kuchen kriegt es einfach nicht hin, in seinem Hodensack irgendwas Eierähnliches zu finden, um den Beat von Timatic richtig durchzuficken. Auf so einem aggressiven Beat kann man nicht rappen wie irgendein bebrillter femininer Philosophiestudent. Herr Kuchen ist einfach zu lasch. Flow-Punkt geht an Timatic. Du hast nichts in diesem Battle zu suchen. Ich zerbrösel dich und fütter dann die Ente mit Kuchen. Mach mich auf Mac auf der Straße, du bist ein Keck auf der Straße. Mann, ich komm vorbei und prügel dir dein Pep aus der Nase. Technik. Herr Kuchen reimt sich da teilweise echten Blödsinn zusammen. Laut Herr Kuchen raten die Zahnimplantate von Timatics Wahrnehmungsschaden habender achselbehaarter Plagenmama, ihm mit Spaten ein Loch im Garten zu graben. Technik, Blender, Scheiße vom Feinsten. Timatic bringt hingegen konstant solide bis gute Reime plus einige technische Highlights. Zweckreime sucht man bei Timatic in der Regel vergeblich. Technik.Punkt Timatic. Punchlines. Timatics Runde beginnt direkt mit einer guten Line. Enten werden im Park oft mit Brot oder ähnlichem gefüttert und Timatic meint, dass Herr Kuchen nichts im Battle zu suchen hat, von Timatic zerbröselt und dann an die Ente verfüttert wird. Er hat hier hervorragend seinen aktuellen Gegner und seinen möglicherweise zukünftigen Gegner in einer Line sinnvoll miteinander in einen Kontext gebracht und es puncht. Du hast nichts in diesem Battle zu suchen, ich zerbrösel dich und fütter dann die Ente mit Kuchen. Einen besseren Einstieg in seine Runde hätte es nicht geben können und in der Rückrunde von Herr Kuchen gibt es nicht mal im Ansatz einen Konter für diese Line. Der Einstieg von Herr Kuchen bezieht sich auf Timatics ausgelutschtes Video. Er fragt ironisch, wie Timatics Videomenschen denn auf diese Idee gekommen sind und meint, dass das ja in Anführungszeichen super kreativ wäre und Timatics Runde nur Scheiße ohne Identität ist. Aus welchem Grund sucht Herr Kuchen in einer Battle-Runde nach Timatics Identität? Timatic fährt straight seine Schiene von Anfang an. Als Savage das gleiche im Urteil zu Echo meinte, gab es dafür einen Grund, weil Echo nicht stilsicher war. Player, Lover, Türken-Rap oder Gangster, entscheide dich, du weißt es nicht, denn du hast keine Identität. Aber Timatic hat seinen Stil, seine Linie und seine Identität als Battle-Rapper. Ich sehe hier einfach keinen Gegnerbezug. Davon abgesehen kann man das mit dem ausgelutschten Video durchaus so sehen. Aber die erste Line von Timatic ist kreativer als Herr Kuchens gesamtes Leben. Die zweite Line von Timatic ist eher schwach, zumindest der Anfang. Timatic meint, mach nicht auf Mac auf der Straße, du bist ein Keck auf der Straße. Herr Kuchen hat noch nie auf Mac gemacht. Herr Kuchen hat ein selbstironisches Drogenopfer-Image und nicht das eines Macs. Also Gegnerbezug fehlt an dieser Stelle auch völlig. Dass er ihm sein Pep aus der Nase prügelt, ist hingegen recht amüsant und hat Gegnerbezug. Mach nicht auf Mac auf der Straße, du bist ein Keck auf der Straße. Mann, ich komm vorbei und prügel dir dein Pep aus der Nase. Diese Line kontert Herr Kuchen in seinem zweiten Part, warum auch immer erst so spät, und sein Konter ist absolut wack. Wie will ein 50 Kilo Fliegengewicht wie Timatic Herr Kuchen das Pep aus der Nase hauen? Das ist das Erstbeste, was man zu dieser Line bringen kann und kreativ im Minusbereich. Die nächste Line von Timatic ist ziemlich unnötig. Er bezieht sich auf Herr Kuchens Runde gegen Nairo, wo er meint, dass irgendein Cousin von Nairo für Herr Kuchens Nase verantwortlich ist. Ja, doch klar, dass ich mir paar Gangster mit dicken Armen hole. Schließlich ist einer deiner Cousins an meiner Nase schuld. Timatic meint, guck, beim letzten Mal gelang es dir, die Scheintour zu stellen und aus Angst vor mir hieß es, Herr Richter, es war Nairos Cousin. Besser wäre hier vielleicht gewesen, nur weil ich deine Nase breche, bin ich nicht der Cousin von Nairo oder sowas in der Art. Danach geht es stabiler weiter. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass manche Leute auf Drogen Unterkieferfaxen haben, also unkontrollierte Gesichtskirmes. Wobei das in der Regel eher MDMA ist, was sowas auslöst, aber bei Koks und Pep soll das wohl auch vorkommen. Timatic verpackt das Ganze mit einem hervorragenden Reim, nämlich Fußballspielertricks auf Unterkieferkicks.
Die Line mit Nairo hätte Timatic sich sparen oder umändern können und die Unterkiefer-Kick-Line hätte er ins Präsens holen können, um es härter und direkter zu machen. Ich mache mit deinem Kopf am Boden Fußballspieler-Tricks und du bekommst ohne Pep Unterkiefer-Kicks. Aber nichtsdestotrotz eine Line mit Gegnerbezug. Herr Kuchen bringt hier einen soliden Konter dazu. Er meint, er hat im echten Leben auch ohne Pep schon Unterkiefer-Kicks und weiß zwei Pillen später nicht mehr, wo sein Unterkiefer ist, was die Line von Timatic abschwächt. Außerdem gibt es bei Footlocker Schuhe der Marke Kicks, also werden die an der Kasse abkassiert. Und Herr Kuchen meint, dass wenn Timatic Fußballspielertricks macht, tritt er ihm gegen den Kopf und er kassiert Kicks, als wäre er ein Footlocker-Besitzer. Ein inhaltlich stabiler Konter, der leider an einem extrem schwachen Reim leidet, nämlich Fußballspielertricks auf Footlocker besitzt. Bei Timatic folgen im ersten Part noch 8 Lines, von denen alle unnötig sind, bis auf seine Puzzle-Line, die leider einen kleinen Denkfehler beinhaltet, aber das Potenzial zu einer Meisterline gehabt hätte. Er sagt, dein Gesicht sieht aus wie falsch gepuzzelt, so deformiert, als hätte jemand bei dem letzten Teil geschummelt. Sinnvoll wäre hier gewesen, dass jemand bei den Teilen geschummelt hat, also grundsätzlich irgendwelche unpassenden Teile zusammengestopft hätte, die dann ein völlig deformiertes Bild ergeben und nicht nur beim allerletzten Teil. Bis auf diesen Denkfehler ist die Line vom Ansatz her absolut genial. Das ist die originellste Hässlichkeitsline seit langem. Herr Kuchen kann diese Überline aufgrund des Denkfehlers komplett aushebeln, indem er einfach fragt, wer denn beim letzten Teil zu schummeln anfängt. Was richtig bitter ist für Timatic. Der Rest von Herr Kuchens erstem Part ist genau wie bei Timatic unnötig. Er fängt hier mit Förstern an, wegen der Kieferdoppeldeutigkeit, und dann bringt er einen Jägerhochsitz mit rein, weil sich das so schön auf Methadon spritzt zweckreimen lässt, und meint, dass Timatic der Erste wäre, der sich Methadon spritzen würde. Was der sich hier für ein dünnsches zusammenfaselt, ist faszinierend. Außerdem bringt er den Standardspruch des Jahrtausends, wenn jemand, der vermummt ist, das Äußere von einem als Angriffsfläche nutzt, der nicht vermummt ist. Mag sein, dass Timatic ein Bandana trägt. Aber das ändert nichts daran, dass Herr Kuchen ein Heslon ist, was man als Angriffsfläche benutzen kann. Die Hooks heben sich inhaltlich gegenseitig auf. Ich persönlich finde den Autotune-Einsatz von Timatic homosexuell, aber Punchline-technisch gibt es hier keinen, der wirklich dominiert. Herr Kuchen meint, dass er hier der bessere MC ist, aber jemand mit solch eklatanten lyrischen, technischen und stimmlichen Defiziten würde ich gar nicht als MC bezeichnen. Der zweite Part von Timatic beginnt mit einer stabilen Junkie-Line. Und zwar meint er, dass Herr Kuchens Mutter immer mit einem Baggy vor ihm rumspielte, mit den Worten, ich hab deine Nase. Und deine Mutter hatte damals immer astreine Ware und spielte mit einem Baggy vor dir rum. Ich hab deine Nase. Diese Line kontert Herr Kuchen überragend. Er meint, Timatic leckt seine Mutter, auch wenn sie sagt, ich hab meine Tage. Deine Mutter war für dich damals schon nackt ne Granate und du leckst sie, auch wenn sie dir sagt, ich hab meine Tage. Besser hätte man diese Line nicht kontern können. Absolut genial. Nur leider die einzige vernünftige Line von Herr Kuchen in seinem zweiten Part und die letzte gute Line in seiner Runde. Bei Timatic gibt es noch eine Junkie-Line über die russische Droge Krokodil mit einem Lacoste-Wortspiel. Er meint, Herr Kuchen ist wie Lacoste, krokodilabhängig. Solide. Der Konter von Herr Kuchen dazu ist, was für Lacoste, sag warum du auf Designer machst, du Spast, denn für den Nike-Sweater hast du über 3 Jahre gespart. Absoluter Müll. Timatic bringt, du bist vielleicht Kuchen, doch ich fick deine Torte. Solide Line. Konter von Herr Kuchen nicht vorhanden. Generell kontert Herr Kuchen nichts mehr von dem, was Timatic hier noch veranstaltet. Timatic bringt noch Lines über die Bitch von Herr Kuchen. Keine Ahnung, ob die wirklich existiert. Bei der Optik von Herr Kuchen wage ich das zu bezweifeln. Aber trotzdem ignoriert Herr Kuchen das einfach komplett, anstatt irgendwas umzudrehen, zu dementieren, aufzugreifen oder sonst wie zu entkräften. Er lässt das komplett unkommentiert so stehen. Dann bringt Timatic eine recht amüsante Nasenline, eine Webberline und eine darüber, dass Jay Jiggy bei Herr Kuchen im Achtelfinale das Highlight war und bei Timatic gegen Clash Parker nur ein Teil seiner Runde gewesen ist. Alles recht amüsante Lines, die einen Konter wert gewesen wären, aber nicht gekontert wurden. Dann kommen unnötige Lines, dann kommt die Hook und das Outro ist noch gelungen. Man kann den Kuchen nicht in die Pfanne hauen, aber man kann den Kuchen mit der Pfanne hauen. Bei Herr Kuchen passiert nach dem Ich hab meine Tage Konter, der wirklich gelungen ist, leider nichts Erwähnenswertes mehr. 2:1 bei Punchlines für Timatic. Extrapunkt. Die Runde von Timatic überzeugt in jeder Hinsicht mehr als die von Herr Kuchen. Extrapunkt. Timatic. User Voting. Aufgrund der standardmäßigen Rückrundenfrist von 2 Wochen gab es die Rückrunden nicht bei iTunes etc., also werden die Downloads diesmal bei der Bewertung nicht berücksichtigt. Das User Voting geht an Herr Kuchen. Kommen wir zur Hinrunde von Herr Kuchen gegen die Rückrunde von Timatic. In der ersten Line von Herr Kuchen meint er, dass wenn er versuchen würde, Timatic in einem Wort zu beschreiben, er kein Wort finden würde, um ihn in einem Wort zu beschreiben.
Versuche ich Mathematik in einem Wort zu beschreiben, dann finde ich nicht mal ein Wort, um ihn in einem Wort zu beschreiben. Sein Diss gegen Timatic ist hier seine eigene Unzulänglichkeit als Rapper, weil er Timatic nicht in einem Wort beschreiben kann. Man kann jeden mit einem Wort beschreiben. Ich kann sogar Herr Kuchens Line und Herr Kuchen als Rapper selbst, also gleich zwei Dinge, in einem Wort beschreiben. Das Wort lautet nichts. Du willst dasselbe auf dasselbe reimen, aber dasselbe auf dasselbe reimt sich nur, wenn man dasselbe auf dasselbe reimt. Schwachsinn. Hyänen kann man leider nicht als Sternzeichen sehen, wenn ich euch Neuberliner Soldiers einmal ins Berghain mitnehme. Das Berghain musste ich erstmal recherchieren, weil das ein Berliner Techno-Club ist und ich logischerweise mit Techno-Schwuchteln nichts am Hut habe. Laut Wikipedia war das Berghain vorher Ostgut. Ein fester Ort schwuler Fetisch- und Sexpartys. Sogenannter Snacks-Veranstaltungen. Gibt es die alten Darkrooms für Arschgeber noch oder was möchte Herr Kuchen hier implizieren? Vielleicht verstehe ich das auch völlig falsch, aber das wäre ziemlich schwul von Herr Kuchen. Auf jeden Fall will er hier mit den Neuberliner Soldiers anscheinend auf ein Date gehen. Du bist nach zwei, drei Lines dicht und willst mich battlen, doch man merkt, dass dieser Matic, wenn er Sterne sieht, kein TIE Fighter ist. Hier haben wir eine Krieg der Sterne-Line ohne besonderen Punch. Dann kommen Ghostwriting-Vorwürfe. Ich bezweifle, dass J.Jiggy Timatics Ghostwriter ist. Heiße Luft. Dann kommt die erste brauchbare Line. Und es ist die 12. Alle guten Dinge sind 12, wie wir alle wissen. Er sagt, was für Hyäne, du bist maximal ein räudiger Hund. Timatic nennt sein Album warum auch immer Hyäne und kann sich mit diesen hässlichen Aasfressern aus irgendeinem Grund identifizieren. Herr Kuchen meint, er wäre aber keine Hyäne, sondern maximal ein räudiger Hund. Recht amüsant. Weiter geht's mit, hört man genauer hin, dann merkt man, du bist textlich nicht versiert, die 1000 Spuren in der Hook können deine Wackness nicht kaschieren. Ganz okay, nichts Besonderes. Da du keinen Style hast, versuchst du dich hier auszuprobieren und ich hab mich seit Anfang an auf diesen Sound fokussiert. Herr Kuchens Sound des nicht vernünftig Dissens ist auf jeden Fall einer, auf den man sich in einem Battle-Turnier fokussieren sollte. Der erste Part von Herr Kuchen ist fast komplett punchline-freie Zone. Mal sehen, wie der erste Part von Timatics Rückrunde aussieht. Seine Runde beginnt schön episch, wie es sich für ein Finale gehört. Und wechselt dann in Herr Kuchenspeed, der null episch und null in die Fresse ist. Stattdessen kommt Hampelmann-Musik. Nämlich der Sound, auf den sich Herr Kuchen von Anfang an fokussiert hat. Der Sound, den kein Mensch braucht. Aber interessanterweise kommt Timatic ziemlich gut auf den Beat. In den ersten 8 Lines beschwert sich Timatic über Herr Kuchens Beat und darüber, dass er sich für seine Verhältnisse zum Clown machen muss damit. Witzig ist, dass er froh darüber ist, dass er ein Bandana trägt, weil er sich für diese Scheiße fast schon selbst erstechen würde. Und dann meint er, dass ihm bewusst ist, dass man seine Lines über Schläge nicht so ernst nehmen kann und er eher harmlos ist, aber wenn er den Macher von diesem Beat sehen würde, ihm die Kehle aufschlitzen will. Mit der aggressiven Delivery an der Stelle kommt die Line ziemlich hart und ist halt auch einfach eine unterhaltsame Hyperbel an sich. Und du kannst mir glauben, wenn ich sag, so bin ich eh nicht drauf, doch sehe ich deinen Produzenten, sitz ich ihm die Kehle auf! Die Wortbeschreiben-Anfangsline von Herr Kuchen wird von Timatic nicht ausgekontert, was ich aber auch nachvollziehen kann, weil die Line Müll ist. Lines, die Müll sind, kann man mit einem einfachen Hurensohn kontern oder halt ignorieren. Timatic hat die Line ignoriert. Da ziemlich viel bei Herr Kuchen Müll ist, ist es extrem schwer, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwas zu kontern. Respekt und Anerkennung, dass Timatic überhaupt irgendwas kontert, weil die Grundlage, die ihm hier von Herr Kuchen geliefert wurde, ist, und ich will das an dieser Stelle möglichst nett formulieren, erbärmlich. Was übrigens auch ein Wort ist, mit dem man Herr Kuchen wunderbar beschreiben könnte. Anstatt die erste Line von Herr Kuchen auszukontern, geht er zu Herr Kuchens zweiter Line und erklärt Herr Kuchen, was Spitten ist. Man merkt nach der ersten und der nächsten Line, für dich ist Denken Schwerstarbeit und du bist der schwer von Begriff. Denn ich wollte dasselbe auf dasselbe reimen, nahm dann nicht denselben Reim. Reimt sich aber trotzdem oder merkst du das nicht? Denn wenn man Wörter splittet, klingen sie gleich. Wenn man dasselbe auf dasselbe reimt, ist es kein Reim. Dann kommt ein kleines Highlight. Timatic bescheinigt Herr Kuchens Hurensohnhaftigkeit mit einem Zertifikat. Und die Echtheit dieses Zertifikats würde ich niemals anzweifeln. Denn dafür steht Klaus Hipp mit seinem Namen. Alter, nerv mich nicht, Marc. Man hört deine ersten Zeilen und denkt, du bist ein Hurensohn mit Zertifikat. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Die nächste Line bezieht sich auf Timatics eigene Line in seiner Hinrunde, wo er meinte, J.Jiggy wäre bei ihm nur ein Teil seiner Runde gewesen, aber bei Herr Kuchen wäre er das Highlight der Runde gewesen. In der Hinrunde von Herr Kuchen springt J.Jiggy ein bisschen im Video rum und Timatic verpackt das hervorragend, indem er meint, dass J.Jiggy ohne richtigen Part und nur durch bloße Anwesenheit schon wieder das Highlight von Herr Kuchens Runde ist. So frontet man vernünftig. Die nächste Line ist eigentlich recht Standard.
Tamatic meint, dass Herr Kuchens größter Punch ist, dass er seinen Beat benutzen muss. Auf dem Beat des Gegners rumzuhacken ist jetzt nichts nie zuvor dagewesenes. Aber wenn man sich den ersten fast punchline-freien Part von Herr Kuchen anguckt, ist das einfach mal eine Real-Talk-Line. Wann wird dir denn bewusst, dass aus deiner ganzen Runde der größte Punch ist, dass ich den Beat nehmen muss? Dann kommen, genau wie bei Herr Kuchen, Ghostwriting-Vorwürfe, die genauso heiße Luft sind wie bei Herr Kuchen auch und nur als Aufbauline für seine Mount Rushmore-Line dienen. Die Mount Rushmore-Line ist ziemlich gut, aber mit einem besseren Aufbau hätte die Line sich besser entfalten können. Ich gehe mal davon aus, dass jeder den Film American History X gesehen hat. Denn wer diesen Film nicht gesehen hat, ist ein Versager biblischen Ausmaßes und sollte diesen Kanal deabonnieren. Jedenfalls gibt es ja in dem Film die berühmte Szene mit dem Kantstein beißen. Und anders als in dem Film haut Tamatic nicht nur einen, sondern gleich vier Köpfe in Stein, wie beim Mount Rushmore. Ihr fresst den Bordstein und bald läuft die Scheiße auch auf Tatort, weil ich vier Köpfe in die Steine hau. Mount Rushmore. Sie gönnen mir das Finale nicht. Doch ich schreib die Texte sogar während ich auf Arbeit sitz. Hab jeden in den Arsch gefickt. Gerardo, ich muss deine Mucke leider skippen. Denn wer gibt sich denn Tymatic mit den Jungs abends beim Kiffen? Sie gönnen mir das Finale nicht. Doch ich schreib die Texte sogar während ich auf Arbeit sitz. Hab jeden in den Arsch gefickt. Wir machen Sitzer vor den Menschen zum Affen. Doch ne Hyäne im Zirkus wäre zu lame für die Massen. Die Hook von Herr Kuchen ist aus musikalischer Sicht ziemlich gut und beinhaltet einen seiner besten Fronts, wenn nicht sogar den besten Front. Tamatic meint, dass Löwen sich im Zirkus vor den Menschen zum Affen machen und Hyänen zum Lachen bringen. Herr Kuchen meint, dass Löwen sich zwar vor den Menschen zum Affen machen, aber Hyänen einfach zu lame sind für die Massen. Und da kann man nicht gegen argumentieren. Wenn man im Zoo, im Zirkus oder auf Safari in Afrika ist, dann will man den King sehen und keine scheiß Hyäne. Hyänen sind hässliche Scheißviecher. Aber das ästhetischste Tier ist sowieso ein schwarzer Jaguar. Gebt euch diesen Übermeck. Aber ich schweife ab. Was Tamatic in seiner Hook macht, ist sehr unterhaltsam, auch wenn es relativ flach ist. Er hat Teile von Herr Kuchens Hook übernommen, um sie Herr Kuchen in den Arsch zu schieben. Und meint am Ende noch, dass das Herr Kuchens realste Line ist. Und sie gönnen mir das Finale nicht. Ja, da hast du recht und deshalb wirst du grad zum zweiten Mal von mir in den Arsch gefickt. Mark Philipp Müller, einen Teil lass ich drin, denn ich finde, so macht deine Hook einfach mehr Sinn. Und sie gönnen mir das Finale nicht. Ja, da hast du recht und deshalb wirst du grad zum zweiten Mal von mir in den Arsch gefickt. Klasse oder nicht, so klingt die sogar richtig nice und ist obendrein deine weirdste Line. Bei Tamatic puncht die ganze Hook, bei Herr Kuchen nur die letzte Line. Also dominiert Tamatic hier, auch wenn Herr Kuchen einen starken Front in der Hook hat. Im zweiten Part geht's bei Herr Kuchen um Tamatics Album Hyäne, aber vorher geht's erstmal um Flow und Technik. Tamatic kommt überraschend gut auf Herr Kuchens Beat. Außerdem rappt er mit Druck in der Stimme. Bei Herr Kuchen fehlt es an Power. Alles, was Herr Kuchen macht, klingt eierlos. Deswegen wahrscheinlich diese Hampelmann-Beats, weil man da keine Eier für braucht. Aber Tamatic zeigt hier, dass man auch druckvoll auf diese Beats rappen kann und sollte. Flow.Tamatic. Technik. Immer wenn Herr Kuchen versucht, technische Highlights zu setzen, kommt da sinnlose Zweckreim-Scheiße bei raus. Beispiel. Mein IQ ist höher als eine SIM-Kartennummer. Ey yo, selbst Bin Ladens Mutter fällt die Kinnlade runter. Was für ein Schwachsinn. Wenn Tamatic ein Technik-Highlight bringt, dann verknüpft er die Reime sinnvoll miteinander. Der Zeitdruck ist brachial, die Einkunft ist marginal, ich schlafe seit einigen Monaten circa nur 3 Stunden maximal. Technikpunkt für Tamatic. Aber zurück zu den Punchlines. Herr Kuchen fängt im zweiten Part endlich mal an, hier ein bisschen rumzusticheln. Er meint, dass Tamatics Album keinen eigenen Sound, keinen Style und keine Identität hat. Ob das der Wahrheit entspricht, sei mal so dahingestellt. Seine Identität als Battle-Rapper kann man nicht wirklich anzweifeln, aber als Artist auf seinem Album, das werden wir sehen, wenn das Album draußen ist. Ob er auf seinem Album eigenen Sound hat und Style, auch das steht in den Sternen. Das ist eine andere Baustelle als ein Battle-Turnier. Ich trenne hier mal seine Identität als Battle-Rapper und seine Identität als Albumkünstler voneinander und werte das als stabilen Front gegen Tamatic. Weiter geht es mit etwas Selbstironischem. Und zwar meint er, dass Tamatic damit noch weniger Erfolg haben wird als er selbst. Da ich niemanden kenne, der Herr Kuchen feiert, ist auch das ein gelungener Front. Man, ich will niemand hier sehen, doch die Box wird Mörder der Schild mit weniger Streams und monatlichen Hörern als ich. Außerdem soll sich Tamatic schon mal auf hunderte Retouren einstellen. Herr Kuchen zerberstet hier nicht Tamatics Album, aber die Sticheleien sind an dieser Stelle gar nicht mal so schlecht. Den Rest vom Part kann man getrost in die Tonne drücken. Besonders blamabel ist sein Zweckreim am Ende mit Windbreaker von Karl Kani auf Stimmbänder wie Bugs Bunny. Er kommt im Windbreaker von Karl Kani. Okay, was will er mit diesem Windbreaker von Karl Kani machen? Beziehungsweise, wie will er den Windbreaker von Karl Kani in seine nächste Line implementieren und daraus eine Punchline formen? Ey, hörst du nicht auf, in dein Mic zu schreien, dann klingen bald deine Stimmbänder wie Bugs Bunny.
Ah, verstehe. Die zweite Line hat mit dem Windbreaker von Kalkani rein gar nichts zu tun und der Windbreaker von Kalkani ist nur zusammengezweckte Unterpisse für Stimmbänder von Bugs Bunny. Was für eine meisterhafte Leistung. Was macht dieser Typ im Finale vom einzig relevanten Battle-Turnier in unserem Kosmos? Da hat der Wichser von Turnierleiter dieses Jahr mal so richtig reingeschissen. Die Albumlines von Herr Kuchen kontert Timatic in seinem dritten Part und entkräftet damit alles, was Herr Kuchen gebracht hat. Ich werde starten wie erwartet, während sie sich deine Scheiß-EPs noch nicht mal gratis runter. Doch mir ist bewusst, dass das Ganze unklar war in deiner Welt. Denn du hast schon zwei Alben und naja, du weißt ja selbst. Aber nicht von Streams und so'n Scheiß. Hätte ich doch weniger Zuhörer als du, wär ich im Minusbereich. Dritter Part, Herr Kuchen. Hi, ich heiße Timatic und vergesse meine Texte. Doch beim Cutten ist das Wurscht mit nem Bandana in der Fresse. Wayne. Und darunter dicker Hautausschlag. Doch wenn ich auf dich mit Faust draufschlag, bist du wie ne Glühbirne austauschbar. Wayne. Mit Johnny Sins tauchen verborgene Gelüste auf. Ist unvermeidbar, dass man in einem Porno auf den Pimmel schaut. Wayne. Was schreist du in dein Mic? Das klingt von vornherein schon richtig laut, als wäre von alleine schon Distortion auf der Stimme drauf. Hervorragend! Er disst Timatic damit, dass er so ein hysterischer Schreihals ist und vergleicht das mit einem Distortion-Effekt, den man für eine künstliche Verzerrung benutzt. Zwischen dem ganzen Müll verstecken sich immer mal wieder so kleine Perlen bei Herr Kuchen. Der Rest vom Part ist natürlich wieder Müll. Zum Beispiel die schwachsinnige Bin Ladens Mutterlein. Oder diese hier. Wenn ich Bomben drop und dich danach zerstampfe und ermord, riecht der Eichelkäse von Gerardos Schwanz nach Giramont. Was hat das Droppen von Bomben, Zerstampfen und Ermorden mit Eichelkäse und Giramont zu tun? Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Die erste Line hat mit der zweiten wieder nichts zu tun. Völlig willkürlich zusammengewürfelte Zweckreimpisse. Die Endline ist noch recht witzig. Aber kein wirklicher Diss, sondern eher ein Vorauskonter, der ganz unterhaltsam ist. Du sagst, ich bin ein Junk, der bald am Jägermeister stirbt. Weiß doch jeder, dass ein Kuchen ohne Mehl nicht funktioniert. Dann kommt sein Endpart, der nichts mit seinem Gegner zu tun hat. Und das war die Hinrunde von Herr Kuchen. Bei Timatic gibt's noch einen Bergheim-Konter, der recht solide ist, aber den Mannheim-Spit gab's schon. Außerdem meint er, dass Herr Kuchen Eichelkäse in Geschmackssorten einteilt, was recht witzig ist, wenn man bedenkt, dass der Eichelkäse von Timatic laut Herr Kuchen nach Jeremont riecht. Hervorragend stumpf ist Timatics Line über schwule Schwänze. 1000 Gay-Pornos findet man bei dir in einem Ordner vor. Suchst du nach schwulen Schwänzen, greifst du dir in deine Boxershorts. Und er hat eine von Herr Kuchens ultra-wacken Schrottlines in einen echt guten Konter verwandelt. Und jetzt kommt der Buchstabenscheiß. Ohne Matic denkt man gerade mal an Nudeln und Reis. Sieht man immer nach deinem Teil suchen. Kuchenmann, was laberst du von Nudeln und Reis mit deiner Reisnudel? Richtig gut ist im dritten Part noch Timatics Line über sein eigenes Rumgeschrei. Dicker, insgeheim feierst du mein Battle-Hype. Komm ich mit der Tech vorbei, ist meine Stimme für dich wie der letzte Schrei. Dann kommt der vierte Part und Timatic überrascht hier mit einer richtigen Ehrenmann-Aktion. Erstmal schiebt der Herr Kuchen sein verweichlichtes, weinerliches Rumgeheul in sein Arschloch zurück. Aber was mich echt geschockt hat, war, dass er sich dankbar zeigt. Dass ich das bei der Vielzahl an Hurensöhnen in und um das JBB herum noch erleben darf, ist wirklich bemerkenswert. Ich dachte, jeder sieht das, was ich die letzten 7 Jahre für Hip-Hop und Battle-Rap bewegt habe, als selbstverständlich an und die Teilnehmer warten nur von mir, sie Fame und erfolgreich zu machen. Aber dass jetzt mal was zurückkommt, also wenigstens von einem, das ist phänomenal. 2:0 bei Punchlines für Timatic. Die Videos. Beide haben sehr gute Videos, doch das Video von Timatic wirkt insgesamt etwas hochwertiger im ersten Teil und der Endteil mit dem brennenden Mikrofon hat einfach mehr Style. Videopunkt Timatic. Extrapunkt. Die Runde von Timatic überzeugt in jeder Hinsicht mehr als die von Herr Kuchen. Extrapunkt Timatic. Uservoting geht auch hier wieder an Herr Kuchen. Damit ist Timatic der neue JBB-King und wird gegen King Entertainment am 30. Dezember im King-Finale battlen. Ich persönlich hoffe auf ein episches, atmosphärisches, in die Fresse Punchline-Gewitter. Vielleicht schafft endlich mal einer die 3 Punkte bei Punchlines.